Heute am 17.03.2022 kommen wir von Friedrichshafen nach Konstanz. In Altstadtnähe gibt es einen Wohnmobilstellplatz, 24 Stunden, 25 Euro. Von hier aus starten wir unseren Stadtrundgang. Im Internet könnt ihr unter der Adresse konstanz-info.com einen Stadtrundgang herunterladen. Wir haben das nicht gemacht, wir sind einfach in die Altstadt marschiert. Unser Stadtbummel beginnt am Schnetztor, nicht weit von Wohnmobilstellplatz entfernt. Wir laufen durch die Hussenstraße und werden in Konstanz mit bunten Regenschirmen empfangen. Am Bürgerhaus gibt es eine Gedenktafel für Jan Hus. Dieser wurde während des Konstanzer Konzils 1414 bis 18 von der Kirchenvollversammlung am 6. Juli 1414 im Münster als Ketzer zum Tode verurteilt. Das bunt bemalte Hotel Graf Zeppelin wurde 1904 unter dem Namen zum Deutschen Haus erbaut und diente kurze Zeit auch als Oberrheinische Bankanstalt. Hier sehen wir das Haus Barbarossa. Die älteste Nachricht über dieses Haus stammt aus dem Jahr 1388. Überall schmucke Gässchen und wir gehen weiter auf der Wessenbergstraße zum Münsterplatz. Hier am Platz der Münsterkirche befand sich an gleicher Stelle ein spätrömisches Kastell. Spätestens im 7. Jahrhundert entstand eine erste Kathedralkirche, die später mehrfach Veränderungen erfuhr. Die romanische Säulenbasilika wurde 1089 geweiht und erfuhr nach der Reformation zahlreiche Umbauten. Abschluss dieser Maßnahmen bildete die 1853 erbaute neugotische Turmspitze. Der Hunger treibt uns ins Vogelhaus. Da gibt's Futter. Pasta mit Pesto. Und hier warten nicht nur wir, alle warten aufs Essen. Endlich ist es da. Lecker. Hinterher noch ein Käffchen. Der Vogelhaus-Kaffeesatz Nummer 2. Lieber will ich Männer hassen, als den lieben Kaffee lassen. So schaut's aus von außen. Wir suchen unseren Weg Richtung Hafen, gehen durch die Unterführung zum Yachthafen. Weiter geht's an der Hafenpromenade entlang und überall leere Tische und Stühle. Naja, ist ja noch keine Urlaubszeit. Für uns schon. Auch für die Kultur ist etwas geboten am Hafen, das Junge Theater Konstanz und in der Nähe ein großes Riesenrad. Wir stehen vor der deutsch-schweizerischen Landesgrenze. An der schweizerisch-deutschen Grenze verewigte sich Johannes Dörflinger mit 22 Skulpturen mit der Kunstgrenze. Ja, wir sind jetzt in der Schweiz in Kreuzlingen.
Hier gibt es einen Wohnmobilstellplatz mit Toilette. Und wir sind überrascht, der Tagespreis kostet 15 Euro bzw. 15 Schweizer Franken. Vielleicht kommen wir nächstes Jahr hierher. Außerdem ist dieser Wohnmobilstellplatz viel schöner, direkt am Wasser gelegen. Und wir treten unseren Rückweg an, zurück nach Deutschland über die Brücke auf der linken Seite ins Einkaufszentrum Lago. Weiter geht's mit unserem Rundgang durch Konstanz, raus aus dem Einkaufstempel Lago in Richtung Innenstadt, in Richtung Bodanplatz. Auf unserem Rundgang ist sie uns immer wieder mal begegnet und irgendwie passt das Bild. Ich finde sie nett. Hier stellt sich uns der Hauptbahnhof vor. 1860 bis 63 errichtet, nimmt der Bahnhof mit seinem neugotischen Turm Bezug auf die wichtigen mittelalterlichen Verbindungen zwischen Konstanz und Florenz. Im dortigen Palazzo Vecchio befindet sich eine Wandmalerei mit der Ansicht der Stadt Konstanz und so wurde der Bürgerpalast ein weiteres Mal zum Vorbild für ein hiesiges Gebäude. Unser Bummel durch die Stadt endet in Pano mit einem heißen Cappuccino, einer Tasse, die keinen Henkel hatte. Kann es sein, dass es bei Pano keine Henkeltassen gibt? Trotzdem nettes Ambiente. Unser Stadtbummel in Konstanz geht zu Ende. Wir gehen durch das Schnitztor zurück zu Rosinante und morgen fahren wir nach Ravensburg.